So, willkommen zu einem neuen Video und ich bin mal wieder auf den Geschmack von Edelmetall gekommen und ich grüße mal hier Bahn und Münzen, auch einer von den Mitgliedern von Money Minds, unserem anderen Kanal, wo wir zusammen, neuen YouTuber zusammen, halt Themen zum Thema Investment bringen. Und ja, er ist einer von denen, oder er ist unser Spezialist dort, was die Edelmetalle angeht, beziehungsweise er covert das Thema Edelmetall. Aber da ich ja selber in Edelmetall investiert bin und ich glaube schon ein bisschen länger als er und auch so eine kleine Sammlung habe, habe ich mir gedacht, bringe ich doch mal so eine kleine Serie ab und zu, mal was über Edelmetalle. Und heute habe ich mir das Thema rausgesucht, weil es mich selber beschäftigt hat. Kurze Vorgeschichte. Also ich bin seit knapp 2011, glaube ich, in Edelmetall investiert, habe zwischendurch immer gekauft, am Anfang ein bisschen mehr, die letzten Jahre ein bisschen weniger, und bin jetzt ein bisschen mehr auf Aktien fokussiert. Aber ich war jetzt zu Besuch in Berlin bei meinen Eltern und auch mein Bruder besucht. Und mein Bruder hat zwei Söhne, meine Neffen. Und da so die Zeit von Lego und Spielzeug irgendwann jetzt vorbei ist, der eine ist 10, der andere ist 13, da habe ich mir gedacht, okay, was kann ich denen schenken? Und habe ich gedacht, okay, wie wäre es denn mal mit einer Silbermünze? Und da habe ich mir zweimal ein China Panda aus meiner Sammlung rausgenommen. Ich halte ihn mal vorne rein. Fokus. Das ist jetzt in 2013, ich glaube, ich habe den jetzt in 2014 gegeben und habe ein kleines Experiment mit denen gemacht. Ja, ich habe die beiden, als wir am Tisch saßen, draußen im Garten, habe ich gedacht, okay, machen wir das mal. Und ich habe den beiden jeweils eine Münze hingelegt und einen Umschlag mit 20 Euro. Ja, ist ein bisschen unfair natürlich, weil Silber im Moment wieder ein bisschen höher ist, aber ich habe den mal hingelegt. Weil ich wollte wissen, was wählen die beiden. Ich habe den Jüngeren zuerst gefragt. Ich habe gesagt, okay, du kannst dir aussuchen. Du kannst nur eins von beiden haben. Entweder die 20 Euro oder die Silbermünze. Und normalerweise würde der Jüngere das machen, was der Ältere macht. Deswegen habe ich den Jüngeren zuerst gefragt. Und er hat gar nicht lange überlegt. Lustigerweise sage ich euch gleich, warum. Er hat direkt zur Silbermünze gegriffen und hat sich die angeschaut und gesagt, ich nehme die Münze. Ja? Der Ältere hat auch die Münze genommen. So, das Lustige ist, als ich gesagt habe, wieso hast du denn jetzt die Münze genommen? Er meinte, ich habe schon genug 20er. Wirklich so, ja. Also, er hat die Silbermünze genommen. Die haben, glaube ich, gar nicht drüber nachgedacht. Sie hatten noch kein Edelmetall gehabt. Ich glaube, mein Bruder hat ein bisschen, weiß ich gar nicht. Aber die Jungs hatten nichts, ja. Und haben auf jeden Fall die Münze genommen und habe denen gesagt, okay, also, ich wollte sie halt einfach mit was anderem mal geben, als das nur Spielzeug. Spielzeug haben sie dann auch noch bekommen, aber zum meinem zweiten Besuch, ein paar Tage später. Aber, und da ist mir der Gedanke gekommen, es tut ein bisschen weh, wenn man sich von Silber trennen muss oder möchte. Denn ich habe sowohl so Münzen, also so eine Sammlermünzen, fokussiere mal bitte nochmal, ich habe jetzt hier die Luna 2 Serie zum Beispiel und halt die China Panda Serie, das ist ein 2013er, habe aber auch gehabt, ja, jetzt nehme ich die mal raus, weil muss ja keine Werbung hier machen, habe sehr viele von den Wiener Philharmonikern gehabt, so, Fokus, von den Wiener Philharmonikern gehabt, denn das sind Anlagemünzen, so, Fokus hier, denn das sind Anlagemünzen, und ihr seht, ich habe die aus der Verpackung rausgenommen, ich betouch die und die ist auch so ein bisschen angelaufen. Was auch ein so ein Punkt ist, es gibt Münzen, die laufen an. Silber ist ein Metall, was mit dem Sauerstoff reagiert, oxidiert, also sich verfärbt und es kriegt so milchige Flecken. Die bekannteste Münze im Anlagebereich ist der Canadian Maple Leaf. Der läuft sogar an, wenn er verschweißt ist, beziehungsweise, ja, verschweißt, so lala, wenn er in so Kapseln drin ist, ne? Da kann der auch anlaufen. Und da tut es ein bisschen weh. Da tut es nicht weh, denn das ist eine Anlagemünze. Und wenn ich jetzt mit dem Ding, auch wenn der eine Schramme hat oder einen Kratzer oder sonstiges, oder halt angelaufen ist, zu einem mit Edelmetallhändler gehe und sage, ich möchte den jetzt gerne verkaufen, dann guckt er sich einfach das Ding an, blickt ihn auf die Waage, guckt, das ist ein echter, natürlich ist ein echter, aber zur Prüfung, oder macht halt ein Prüfverfahren mit. Aber bei den Dingern ist das Standard. Das sind Standard-Anlagemünzen und das sind dann 31,1 Gramm bei denen jetzt. Dann kriege ich einfach meinen Tageswert für den Gramm Silber. Ja, wird ausgezahlt, fertig. Und das habe ich auch in der Vergangenheit gemacht. Ich habe in 2016 habe ich einen Großteil, oder eigentlich fast alle meiner
Anlagemünzen, meiner Bouillon-Münzen verkauft. Also hier die Dinger, meine Maple Leafs habe ich verkauft, meine Wiener Philharmonika, ich glaube, ich habe irgendwas anderes gehabt. Ich weiß nicht, ob ich die American Eagle gehabt habe, ich glaube nicht. Aber ich habe viele, also ich habe mehrere Tuben gehabt von den Wiener Philharmonika. Und bei den Wiener Philharmonika ist mir das komplett egal. Wenn ich morgen Geld bräuchte, als Beispiel, dann würde ich eher den verkaufen als den China Panda oder den Luna. Ja? Und genau das ist das Thema oder das ist der Punkt. Und das ist die Frage, macht es überhaupt Sinn, wenn man in Silber investieren möchte, dass man Sammlermünzen kauft anstatt Bouillonmünzen, also einfache Anlagemünzen? Und meiner Meinung nach muss ich sagen, nein. Ja? Sammlermünzen sind schön, weil sie einfach wirklich cooles Motiv haben. Ich nehme einfach eine größere hier. Ich habe jetzt mal eine größere für ein anderes Video dann irgendwann mal. Also das, wie gesagt, das ist der Luna 2 Year of the Snake. Ah, so seht ihr. Das ist eine schöne Münze. Ihr seht, es ist hier, es ist so matt. Das ist poliert. Die Schlange ist poliert und die Shift. Und die hat auch eine Erhöhung. Wenn ich jetzt rausnehmen würde, dann würdet ihr das sehen. Das ist eine Erhöhung. Das ist 3D sozusagen, ne? Und bei so einer Münze muss man aufpassen, dass die keinen Kratzer bekommt. Auch die Verpackung, dass diese Kapsel keinen Kratzer bekommt oder eine Delle oder sonstiges. Weil das den Wert mindern kann. Bei den Wiener Philharmoniker ist das komplett egal. Ja? Scheißegal. Ja, sag ich mal so auf gut Deutsch raus. Und das Zweite, was dazu kommt, ist, dass Anlagemünzen günstiger sind als Sammlermünzen. Natürlich. Ne? Weil die sind zwar in einer bestimmten Anzahl geprägt, ob das jetzt 500.000, 3 Millionen, was auch immer sind. Und die Sammlermünzen, die haben eine Limitierung, was aber auch mehrere hunderttausend oder mehrere Millionen sein kann, aber unterschiedlich. Ne? Das Motiv bei den Anlagemünzen ändert sich auch jedes Jahr. Zum Beispiel bei den Luna-Münzen aus Australien, die hat einen 12-Jahres-Zyklus und dann ändert sich, alle 12 Jahre kommt das Symbol. Das heißt, allein schon deswegen hat jedes Jahr über 12 Jahre hinweg hat's ein anderes Motiv. Und wenn der Zyklus wieder von vorne angeht, fangen sie wieder mit neuen Prägungen an. Ja? Bei den Pandas ist es genauso. Die waren zum Beispiel bis 2015 waren die, na, fokussiere auf mich, bis 2015 waren die 1-Unzen-Münzen, ab 2016 waren es dann 30-Gramm-Münzen. Ja? Das ist aber halt nur die Gewichtung. Der Preis macht auch keinen, sehen wir gleich nochmal bei einer Kalkulation. Aber auch da, dort ändert sich das Motiv jedes Jahr. Es gibt Münzen wie zum Beispiel den Krügerrand, der ist gleich, Wiener Philharmoniker ist gleich, Canadian Maple Leaf ist gleich, American Eagle ist gleich. Und deswegen würde ich, wenn ihr in Edelmetalle investieren wollt oder in Silber investieren wollt, diese Münzen nehmen. Ja? Wenn ihr wirklich rein auf die Absicherung eures Aktienportfolios setzt oder wenn ihr mit Aktien gar nichts am Hut habt, wirklich in Edelmetalle investieren wollt und wirklich nur das meiste Silber für den Euro bekommen wollt, dann kauft keine Sammlermünzen. Ja, keine, keine Luna-Münzen, keine China-Pandas, keine sonstigen welche Disney-Sonderprägungen und sowas, ganz kolorierten Müll, braucht ihr das nicht. Zum Verschenken ist das lustig, ist das toll, aber für die Anlage ist das nichts. So, also wir schauen uns einmal kurz an, die Preise. So. Ich bin jetzt auf gold.de, das ist kein Affiliate, ich habe da gar nichts mit, das ist aber einfach so die Seite, wo man einfach am leichtesten, am schnellsten Preise vergleichen kann. Und bei den Preisen ist noch gesagt, ihr müsst aufpassen, weil das sind jetzt Preise und dann kommt noch der Versand oben drauf. Ja? Oder Versicherung, je nachdem, was für eine Menge ihr bestellt. Ja, da müsst ihr selber schauen, da müsst ihr die Münzen selber. Ich habe jetzt einfach nur sortiert nach Preis, günstigster Preis pro Gramm, um das zu vergleichen. Und danach haben wir noch eine Kalkulation bei Excel. Ihr seht, Maple Leaf in Silber. Hier, das hat er nochmal geladen, 27,27 Euro. Ja, würde jetzt eine Unze Maple Leaf kosten bei dem Anbieter. Ja. Die Versandkosten variieren, je nachdem, ihr seht zum Beispiel, der hat 5,90, dann ist er 6,90, dann 9 Euro, 8,90 Euro und so weiter und so weiter. Und das Problem ist auch manchmal, dass sie nicht die Mengen haben, die man bestellen will. Wenn man zum Beispiel solche Münzen, die kommen jetzt gekapselt, ja, aber wenn man jetzt Anlagemünzen kauft, für die Empfehlung für Absicherung oder halt einfach fürs Investment, dann kommen die nicht einzeln verpackt jedes Mal so. Also ich habe die jetzt einmal so gekauft, aber dann kommen sie in Tuben von 20 oder 25 Stück, je nachdem, welche Münze ihr kauft. Das hat die Prägeanstalt festgelegt. Und dann kommt die einfach gestapelt in so einer Tube und die könnt ihr dann beschriften mit Jahrgang oder mit der Einkaufspreis oder was auch immer und stellt die einfach in den Tresor. Fertig. Ja?
So, Maple Leaf seht ihr 27,27. Dann haben wir Wiener Philharmoniker 27,45 €. Ihr seht zum Beispiel Mindestabnahme 500 Stück, jetzt einblenden 27,40 €. Da spart ihr euch mal 5 Cent, aber mal 500. Ne? Dann ist auch wieder was gespart. American Eagle 28,10 €. Luna 30,96 €. Ihr seht schon hier einen riesen Unterschied. Ja? Über 3 Euro und der Silbergehalt, oder sind alles 999er Silber, also Feinsilber. Und die Gewichtung ist übergleich. Ja. Einziger Unterschied sind die China Pandas. Wie ich gesagt habe, bis 2015 gab es ein Unzer. Und ab 2020 sind es dann, ab 2016 waren es dann 30 Gramm. Ihr seht es hier. So, jetzt habe ich das Ganze einfach mal in den in Excel-Tool reingemacht. Und das schauen wir uns jetzt an. Also, wir sehen einmal die 5 Münzen, die ich hier jetzt euch vorgestellt habe. Mit den aktuellsten Bildern, würde ich mal so sagen. Und dann schauen wir uns an. Den Canadian Maple Leaf ist ein Unzer, da gibt es verschiedene Stückelungen, wie gesagt, 31,1 Gramm, sprich eine Unze Feinsilber. Kaufpreis 27,31 €, als ich das gemacht habe, würde ergeben 0,8781 € oder 87,81 Cent pro Gramm. Ja. Ich habe jetzt nicht drauf geschaut, ob es jetzt ein 20er oder 25er Tube ist, aber ich habe es einfach mal hingeschrieben, damit ihr seht, was würde eine 20er Tube kosten. Ja. Wären 546,20 € beziehungsweise 25er Tube 682,75 €. Das ist der Canadian Maple Leaf, der günstigste Stand heute. Ja? Batterie ist, also müssen wir schnell. Dann nächstes ist der Wiener Philharmoniker. Ihr seht schon hier, haben wir 0,51% Aufpreis. 88,26. Wie gesagt, bei einer Münze macht das nicht viel Unterschied, aber wenn ihr viel kauft, dann macht es auf jeden Fall Unterschied. Kleiner Blick, ich muss die Batterie wechseln. 2,80 € würden das ergeben bei 20 Stück oder 3,50 € bei 25 Stück. Auch das ist noch nicht viel, würdet ihr sagen. So, gehen wir mal weiter. Gucken wir uns den American Eagle an. Der kostet 28,10 €. Ja? 90,35 Cent. Dann sind wir schon bei 15,80 € bei 20, beziehungsweise fast 20 € bei 25 Stück. Ne? Ihr seht, 546,20 € im Vergleich zu 562. Dann geht es weiter mit den, und das sind immer noch Anlagemünzen, ja, das sind beliebte Anlagemünzen, aber nur mal der Unterschied zwischen Canadian Maple Leaf, Wiener Philharmoniker und dem American Eagle. Ja. So, jetzt nehmen wir mal die Sammlermünzen rein, den China Panda, ja, hier haben wir jetzt 30 Gramm, aber ich habe auf Gramm gerechnet, kostet der fast 95 Cent der Gramm, wo wir hier 88 Cent haben, ja, das heißt, wir haben 7 Cent Unterschied fast. Ja, würde bei 20 Stück schon 23 € machen und bei 25 Stück 28,75 €. Das heißt, hier fängt es schon an, bei einer Tube von 25 Stück, dass ihr eine Unze weniger bekommt im Vergleich zum Canadian Maple Leaf, in dem Fall dem günstigsten. Das ändert sich ab und zu mal, deswegen müsst ihr auch mal gucken, was ihr kauft. Aber wenn ihr euch irgendwie entscheidet zu investieren, dann ist es ja egal, ob ihr Canadian Maple Leaf kauft oder dies oder das oder jenes. Solange ihr einfach immer das günstigste nehmt. Weil darauf solltet ihr wirklich achten, wenn ihr wirklich nur als Absicherung oder als Anlage seht. Wenn euch Sammeln komplett egal ist, wenn euch die Muster komplett egal sind, ihr einfach nur investieren wollt. Ja, und als letztes Beispiel habe ich dann den australischen Luna. Jetzt haben wir die Serie 3 mittlerweile. Ich habe hier noch die Zweier-Serie mit der Schlange zum Beispiel. Und da kostet jetzt der Kaufpreis 30,96 € Stand heute und das ist der 19. August 2020. Ihr werdet das Video irgendwann nächste Woche sehen. Und da hättet ihr dann einen Unterschied von 73 € oder 13,37% Aufschlag auf den Canadian Maple Leaf. Ja? Wenn ihr 20 Stück kauft oder 91,25 €, wenn ihr 25 Stück kauft. Ja? Und als Anlage würde ich auch empfehlen, wenn ihr nicht gerade irgendeinen Edelmetallhändler vor Ort habt, der keinen riesen Aufschläge nimmt, weil natürlich die wollen ja auch ihre Miete bezahlen und ein Gehalt und was auch immer. Ja, aber, Entschuldigung, aber wenn ihr da, ja, je nachdem müsst ihr auch gucken. Ne? Manchmal ist der Versand günstiger. Und klar, es ist eine Überwindung, irgendwo zu online zu ordern, aber das sind halt auch Händler, die, ihr könnt schauen hier bei gold.de, da könnt ihr euch die Händler anschauen. Wer sind die Händler? Wer sind die Händler? Könnt ihr mal schauen, ob die hier verifiziert sind oder nicht und so weiter und so weiter. Und da könnt ihr euch eine Menge Geld sparen. Ja? Wie gesagt, es hat ein bisschen Überwindung, wenn man online bestellt, dass es so ankommt. Ich habe das viel gemacht in der Vergangenheit schon und es ist immer gut gewesen. Ich glaube, einmal da war was gefehlt.
würde ich auch immer empfehlen. Einfach kurzes Video, wenn ihr aufpackt, dass ihr seht, was drin ist, falls irgendwas fehlen sollte, damit ihr einen Beweis habt. Ja? Müsst ihr aber nicht machen. Bei mir ist, glaube ich, einmal irgendwie in 10 Bestellungen oder so passiert und das wurde auch direkt nachgeliefert und ich musste keinen Beweis oder sowas schicken. Ne? Die haben einfach geschaut, ah, da fehlt was, fertig. Gut. Ja, das ist halt der Unterschied und meiner Meinung nach macht es als Anlage oder aus Anlegersicht keinen Sinn, in die Münzen zu investieren, sondern ich würde mich irgendwie auf die spezialisieren. Meistens sind das, die wechseln sich immer ab. Der ist immer ein bisschen teurer, also die beiden wechseln sich ab und zu ab. Je nachdem, was Versandkosten auch noch manchmal, ist es vielleicht günstiger, den Wiener Philharmonika zu kaufen. Wie gesagt, da ist nicht so viel, 0,51%, das könnte der Versand wieder rausholen. Und ich würde auch nicht empfehlen, dass ihr, wie gesagt, 3 oder 4 Stück kauft. Wenn ihr natürlich irgendwie 100 Euro habt und ihr möchtet ein bisschen was investieren, ja, dann geht es halt nicht anders. Dann würde ich eventuell schauen, dass ihr entweder Geld irgendwie zusammensammelt über mehrere Monate und dann so eine Tube kauft, damit ihr euch die Versandkosten spart. Weil wenn ihr jeden Monat 100 Euro zur Verfügung habt und ihr bezahlt aber, wie gesagt, 5,90 Euro oder 8,90 Euro Versand, dann ist das ungefähr 10% von eurer Rendite. Ja? Wenn es jetzt, sagen wir mal, 25 Euro die Unze kostet, ihr kauft 4, das wären 100 Euro und dann zahlt ihr nochmal 8,90 Euro obendrauf. Das sind fast 10%, die ihr erstmal Rendite einfahren müsst, die der Kurs oder der Wert der Münze oder des Silbers steigen muss, damit ihr das bekommt. So viel dazu. Würde mich eure Meinung interessieren, was ihr darüber denkt. Wie gesagt, ich habe ein bisschen was. Ich habe viel von den Sachen, aber das sind auch die Sachen, die ich nicht verkaufen möchte, weil es halt ein bisschen weh tut. Ja, es tut im Herzen weh. Ich möchte das nicht verkaufen, weil viele sammeln halt auch so verschiedene Größen von jedem Jahr, verschiedene Größen. Und ich habe immer so gekauft, ich habe zum Beispiel eine Tube gekauft und habe mir noch eine Münze extra gekauft, damit ich die so angucken kann, damit sie in so einer Kapsel kommt und ich die ja begutachten kann. Aber im Endeffekt, ich kann mir davon auch nichts kaufen. Und so viel mehr wert sind die dann auch nicht. Weil wenn ihr zum Edelmetallhändler geht und es ist jetzt keiner, der Sammlermünzen verkauft, bei sich im Schaufenster oder bei sich im Laden, sondern einfach nur rein nach dem Preis des Silbers geht, dann wird da kein Aufschlag sein. Ihr zahlt einen Aufschlag für die Prägung, wenn ihr kauft, aber es könnte sein, dass ihr am Ende für den China Panda genauso viel bekommt wie für den Wiener Philharmoniker, weil einfach der Markt das nicht hergibt. Außer ihr verkauft vielleicht privat, ihr habt eine Seele, ich zum Beispiel hier habe ich einen 2013er Panda, wenn jetzt irgendeiner noch einen sucht oder 10 oder 15 oder wie viele ihr auch immer habt und der hat die noch nicht, könntet ihr ein bisschen mehr rausholen. Aber ob das so viel mehr sein wird, dass es sich lohnt, den Aufpreis zu zahlen, weiß ich nicht, bin ihm nicht sicher. Meine Empfehlung fürs Anlegen, kauft Bouillonmünzen, Wiener Philharmoniker, kanadischer Maple Leaf oder American Eagle oder sonstige Anlagemünzen, da gibt es noch andere, also ich müsste nicht schauen, guck mal, es gibt noch den Perth Mint Kangaroo, gibt es noch das Krokodil, glaube ich, die ändern sich auch nicht, den Krügerrand gibt es noch und ja, da müsst ihr euch da mal durchschauen. Ne? Aber das sind so welche Münzen, die das Design nicht ändern. Das ist es, weil dann habt ihr keinen Aufschlag, weil das irgendwie eine Sammlermünze ist, weil die vor 15 Jahren man anders ausgesehen hat als die von letzten Jahr. Ja, das war's gewesen. Sorry, ein bisschen langes Video. Eure Meinung würde mich interessieren, was ihr darüber denkt. Was habt ihr für Münzen? Habt ihr überhaupt Edelmetalle? Würdet ihr investieren? Und was sagt ihr zu dem Silberanstieg der letzten 3-4 Wochen? Also, lasst ein Abo da, Daumen hoch da und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.